Hallo liebe Wälderkinder, heute ist der 25. Dezember, der Mittwoch. Ja, Mittwoch. Schon habe ich keinen Plan, welcher Wochentag es ist. Ja, was so passiert ist. Ich bin dabei, meine Traumata aufzuarbeiten. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich heftige Geschichte. So gerade geht es mir ziemlich gut, aber immer wieder ging es mir halt ja überhaupt nicht gut. Deswegen fühle ich mich auch erst jetzt wieder. Am Wochenende hätte ich eigentlich auch gern Kommentare beantwortet, als ich dann wieder zu Hause war. Eigentlich ging es mir da auch nicht gut und ich habe auf jeden Fall noch vor, das zu machen. Aber vielleicht will ich das sogar ein bisschen ins Video reinbauen, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ich schau mal, wie sich das ergibt. Notfalls mache ich es am Wochenende. Ja, genau. Es war halt so, dass ich eh schon gemerkt habe, das kommt allgemein immer mehr hoch, so Vergangenes oder halt auch so Sachen, die in den letzten Monaten schwierig waren und dadurch, dass das eh hochkommt, dachte ich, es ist jetzt einfach an der Zeit, dass ich, ja, mir wirklich alles Mögliche mal anschaue und das ist auf jeden Fall auch eine schmerzhafte Geschichte. Aber ich weiß halt auch, ich bin jetzt zum Beispiel hier in der Klinik und wenn es mir da nicht so gut geht, bin ich dann zum Beispiel jetzt nicht irgendwie allein oder so, weil wenn man sowas macht, dann ist man halt auf jeden Fall enorm empfindlich. Also dadurch, dass dann halt so alles Mögliche offen liegt, ist man halt enorm dann verletzlich. Und ich neige eh dazu, so irgendwie sensibel zu sein und das ist jetzt halt noch mehr der Fall. Also heißt, dass die Stimmungsschwankungen irgendwie noch mehr vorhanden sind. Ja. Und genau, es war halt so. Es gab letztens so eine Art Fragerunde bei der Psychoedukation, wo jeder Patient so Fragen stellen konnte. Eigentlich war das so eine spontane Aktion, weil normalerweise ist es wie dann so eine Infoveranstaltung zu verschiedenen Krankheiten. Allerdings hat der Beamer nicht funktioniert und dann ist so eine spontane Fragerunde entstanden. Ja, und ich habe mich dann auch getraut, so zu fragen, wie man genau oder was, wie das genau bei einer Traumatherapie das Trauma eben behandelt wird. Leider ist dann aber die Antwort nicht so arg in die Tiefe gegangen, wie ich mir das hätte gewünscht, wie ich mir das gewünscht hätte. Also der Chefarzt hat mir dann halt geantwortet, dass im Prinzip so jedes Detail dann mit dem Therapeuten besprochen wird. Und ja, es geschaut wird, dass das eben nicht mehr im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert wird und es da ständig dann bei einem so im Kopf rumkreist und dann so schnell wieder hochkommen kann, sondern dass das eben im Langzeitgedächtnis abgespeichert wird. Ja, und eben dieses darüber sprechen kann halt auch auf jeden Fall ziemlich heftig sein. Ja, also ich hatte mir den halt gewünscht, er hätte dann irgendwie noch mehr dazu gesagt, aber leider hat er das nicht. Aber irgendwie habe ich dann dennoch irgendwie auch so innerlich den Entschluss gefasst, das irgendwie selber auch noch alles irgendwie durchzugehen und eben nicht Angst davor zu haben, wenn es hochkommt, sondern ja, das eben hochkommen zu lassen, was halt aber auf jeden Fall schwierig ist. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, ob jetzt nur gerade
eine Angst hochkommt, was ja auch schon mega schlimm für einen sein kann, oder ob das jetzt wirklich richtige Flashbacks sind und puh. Also ja, ich finde, sowas sollte man auf jeden Fall dann halt nur in einem stabilen Rahmen machen. Genau. Und meistens, also falls man irgendwie so eine Traumatherapie selber machen will, sollte man vorher auch erstmal eine Therapie machen, die einen stabilisiert. Weil so eine Traumatherapie halt richtig heftig sein kann. Und da braucht man einfach eine gewisse Stabilität, um das irgendwie durchzuschaffen. Also man muss ja erstmal so ein paar Basics lernen mit dem Umgang mit den Gefühlen oder so. Und Umgang mit Anspannung, bevor man sich da glaub ranwagen kann. Ja, bin mir selber unsicher, ob ich da tatsächlich sogar schon weit genug bin. Weil ich ja in letzter Zeit auch immer wieder ziemliche Probleme auch so mit Anspannung oder so hatte. Oder ja, eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt an Gefühle denke, wenn das mir zu viel wurde, dann hatte das oft eher auch mit Flashbacks zu tun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das ganze Thema jetzt angefangen. Genau. An dem Tag, wo dann die Psychoedukation war, habe ich dann abends auch meditiert und dann im Prinzip so eine Übung gemacht. Möchte dazu sagen, nicht einfach so zu Hause nachmachen. Ich wusste halt, wie gesagt, ich bin hier in der Klinik, wenn was schief geht, ist jemand da. Und ich habe im Prinzip mein alles Schwierige, also alle möglichen Traumata, aber auch so Sachen, die nicht direkt Traumata sind, aber auch irgendwie mich verletzt haben, so hochgeholt, also komplett alles von meinem Leben, von der Geschichte Alexandra. Und genau, was ich mir dann halt irgendwie so erhofft habe, ist, weiß nicht, ich weiß ja bei Angststörungen, wenn man da weniger Angst vor der Angst hat und der Angst sagt, du kannst ruhig hochkommen, dass dann die Angststörung weniger wird. Und dasselbe habe ich mir dann halt, ja, so überlegt, ob das dann halt auch mit den Traumas funktioniert. Ja, der Punkt ist halt, dass ein Trauma halt auch tiefer geht als eine Angst. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt versucht, eben nicht dagegen anzukämpfen. Also egal, was hochkam, einfach überhaupt nicht ankämpfen. Das alles, alles, was da irgendwie verletzt ist in mir, einfach ja da sein darf. Und ich da nicht eine Kontrolle darüber ausübe, was da jetzt hochkommt oder so, und oder eben nicht das irgendwie abbreche und sage, das ist mir jetzt zu viel oder so. Sondern dass ich irgendwie wusste, okay, ich schaffe das, ich kann da in mich selber vertrauen. Ja, und genau, sowas ist auf jeden Fall eine ziemlich heftige Geschichte. Also das tut auf jeden Fall weh, wenn man das macht. Und es war dann irgendwie auch so, ja, mir ist ja oft so, wenn ich in einer hohen Anspannung bin oder so, dass, weiß ich, sich manchmal auch so meine Wahrnehmung von der Realität irgendwie so ein bisschen verrenkt. Und ich wusste dann ja kurz auch nicht mehr,
was genau irgendwie real ist, was ich hier jetzt so zum Beispiel wahrnehme an Geräuschen. Ich habe zum Beispiel jemanden im Flur dann laufen gehört, wahrscheinlich ein Mitpatient oder so. Und ich war mir überhaupt nicht mehr sicher, ob das, was ich wahrnehme, überhaupt gerade wirklich passiert. Ob ich gerade wirklich in dem Bett liege. Ob ich mir die Schritte nur einbilde. Kurz kam irgendwie auch so in den Kopf, ob ich vielleicht nicht in Wahrheit gerade. Also ich habe irgendwie so ein Bild gesehen, wie ich selber als alte Frau aussah. Und es war richtig realistisch. Also ich kann mir eh Sachen gut bildlich vorstellen. Aber irgendwie, ja, also ich habe mich selber als alte Frau gesehen, die da irgendwie so im Krankenhausbett liegt und kurz vorm Sterben ist. Und war mir nicht sicher, irgendwie, ob ich in Wahrheit eben kann ich hier in der Klinik bin, sondern ob ich eben diese alte Frau bin, die da, und dieses ältere Ich von mir, die da im Krankenhaus ist. Und ja, aber ich habe mich dann daran erinnert, dass, weiß nicht. Das ist ja nicht das erste Mal, dass bevor ich so komplett in mich falle, dass ich dann sogar teilweise von der Realität irgendwie loslassen muss. Also, dass es irgendwie egal ist, was real ist, solange ich mich selber lieb. Oder ja, solange irgendwie eben diese Liebe da ist. Und ja, daran habe ich mich dann auf jeden Fall wieder erinnert. Und ja, Micha in dem einen Video damals gesagt habe, so scheiß auf die Realität. Ja, weil ich eben so erfahren habe, wenn man seinen inneren Frieden hat, dann ist das Äußere eigentlich egal. Und ja. Und es war davor auch irgendwie immer wieder so. Ich habe manchmal irgendwie auch sowas wie gewalterfüllte Bilder im Kopf. Die müssen nicht mal zwangsläufig mit den Traumata zu tun haben. Es müssen sogar nicht mal Menschen sein, es können manchmal einfach nur irgendwelche Monster sein oder irgendwelche Sachen, ja, die irgendwie einfach auch Ekel oder Angst in mir auslösen. Ja, also. Und irgendwie, ich sehe das, also in meinem Inneren dann halt irgendwie fast schon wirklich so bildlich vor mir. Wie die dann so mit ihren, keine Ahnung, Zähnen und dieser zerfetzten Haut sind und Krallen und keine Ahnung was. Ja, und ich habe dann eben auch, ja, versucht eben davor keine Angst zu haben. Weil, ja, wenn sowas in der Vergangenheit bei mir dann auch hochgekommen ist, ist es halt für mich ziemlich unangenehm. Und irgendwie war es dann so, dass es mir dann irgendwie immer besser ging. Also das Ganze hat, glaube ich, ungefähr eine Stunde oder so angedauert. Und ich war dann auf jeden Fall wieder auf so einer anderen Bewusstseinsebene. Also ich hatte ja zum Teil eben losgelassen. Aber auch wieder irgendwie nicht komplett. Also das war ja jetzt schon irgendwie mehrmals der Fall. Ich lass los, aber irgendwie noch nicht komplett.
Aber ich habe so gemerkt, als ich dann so aus dem Zimmer auch rausgegangen bin, weil ich mir Klappen Tee machen wollte. Ich bin irgendwie so voll langsam gelaufen und habe irgendwie wie so jeden Schritt irgendwie genossen. Also allein schon, dass ich laufen konnte, hat mir irgendwie Freude bereitet, dass meine Beine fähig sind, da einen Schritt vor den anderen zu tun. Und ja, ich habe mich dann auch so viel mehr getraut, irgendwie auch so mit Mitpatienten zu reden oder so. Und ja, also allgemein auch mit Mitpatienten zu reden, ist es mittlerweile auch viel besser geworden. Wenn ich das jetzt so vergleiche, mit dem Anfang vom Aufenthalt und jetzt. Ja, ich bin da weniger verkopft mittlerweile. Und ja, traue mich, da irgendwie eher irgendwie was zu sagen oder so. Genau. Aber irgendwie war es dann so, dass mir am nächsten Tag Kacke ging. Also ich konnte dieses. Ich bin dann, weiß nicht, so voll friedlich eingeschlafen und so. Aber ja, irgendwie dieses angenehme Gefühl, dann habe ich irgendwie am nächsten Tag irgendwie nicht aufrechterhalten. Und ja, ich habe dann einfach auch, ja, wenn es mir nicht gut geht, dann irgendwie auch viel weniger Selbstliebe und so gespürt und. Ja, ich hatte dann auch noch ein Einzelgespräch, wo ich dann halt auch so ein bisschen über die Traumata geredet habe. Ja, ich habe laufend gezittert, also mein ganzes Bein hat so voll rumgezuckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber. Ja, ich weiß nicht, wenn mir irgendwie Angst da ist oder Angespanntheit oder irgendwie sowas richtig Schwieriges hochkommt, dann fangen meine Beine an zu zucken. Wenn es ganz schlimm ist, fangen manchmal dann auch noch meine Hände an zu zucken. Ja, aber ich habe es dennoch durchgezogen. Oh, aber später ging es mir dann auf jeden Fall halt auch nicht so gut, weil, ja, es war halt auf jeden Fall nicht einfach. Genau. Dann irgendwie letzte Woche Freitag ging es mir dann irgendwie wieder voll gut. Und, es war irgendwie so, dass die Therapeutin von der PMR zu spät kam und dann meinte ich so, ob ich eine Meditation anleiten soll. Weil wir dachten, die kommt halt nicht mehr. Und die Mitpatienten waren dann halt so einverstanden und so und ich hatte halt auch so gemeint, dass ich das halt selber irgendwie auch so voll gerne machen würde, so irgendwie Meditationskurse geben, irgendwie so, keine Ahnung. Oder vielleicht auch hier mal. Irgendwann ja, Videos hochladen, wo ich eine Meditation anleite. Das habe ich eigentlich schon ziemlich lange im Kopf. Bin aber bis jetzt nicht dazu gekommen. Weil ja, die letzte Zeit war einfach ziemlich chaotisch bei mir. Also ich habe vor, das auf jeden Fall noch zu machen. Aber erwarte nicht, dass es innerhalb des nächsten Monats kommt. Also das dauert noch. Auf jeden Fall, ja, hatte ich dann so gemeint, dass ich das dann halt so nutze, um das zu üben. Und habe dann ja gerade so angefangen, so, da kommt die Therapeutin. Und die hat mir dann aber vorgeschlagen, weil sie meinte, das geht jetzt eigentlich nicht. Dass ich da, ja,
sowas mache, weil sie das halt irgendwie auch im Computer eintragen muss und so. Und ja, dass da irgendwie nicht geht. Und aber dass ich irgendwie den PMR-Text vorlesen darf. Ja, und dann weiß nicht, das war für mich auf jeden Fall auch eine ziemliche Übung einfach. Ja, und ich habe dann irgendwie auch versucht, in die Worte beim Vorlesen so diese Ruhe, die ich selber beim Meditieren spüre, ja, so einfließen zu lassen und gewisse Gefühle, die ich mit gewissen Worten verbinde, dann irgendwie auch spüren zu lassen und ja. Und habe dann irgendwie auch so voll das positive Feedback bekommen. Das hat mich mega gefreut. Weil da war ein Mitpatient und der konnte sonst nie bei der PMR entspannen. Und bei mir schon. Also da war ich dann schon ein bisschen stolz drauf. Ja, also eine Mitpatientin konnte nicht entspannen. Aber ansonsten war es bei allen so. Ja, und die meinten auch, ich hätte so voll die ruhige Stimme gehabt und so. Und keine Ahnung, mich freut das einfach voll. Ja, und dann hatte ich eben die Idee, dass wir auf der Station, so wer Lust hat, dass man sich so zusammen trifft, immer wieder, um irgendwie gemeinsam zu meditieren. Wer halt einfach dazu Lust hat und so. Und dass ich dann irgendwie versuche, das anzuleiten. Halt auch so als Übung für mich selber. Und das wollte ich eigentlich dann abends machen. Allerdings ging es mir dann wieder nicht gut. Und ich war irgendwie völlig erschöpft. Und hab dann, weiß nicht, also ich war voll K.O. Weiß nicht, ob es daran liegt. Weil ich allgemein gerade so, ja, viel verarbeite und das irgendwie auch anstrengend ist oder so. Oder ich keinen Mittagsschlaf gemacht habe. Auf jeden Fall war ich dann voll müde und habe dann gesagt, dass ich das nicht mache. Es war aber auf jeden Fall auch eine Überwindung für mich. Weil ich habe mich dann so gefühlt, als würde ich die anderen dann so ein bisschen enttäuschen. Also irgendwie denke ich, dass es auch, wenn ich das jetzt nicht ja, irgendwie angeleitet habe, war das irgendwie dennoch eine Übung für mich. Da irgendwie auch zu sagen, so, hey, heute geht's doch nicht. Ja. Am Wochenende, ja, es kam auf jeden Fall sehr viel hoch. Ich war noch einkaufen mit meiner Mutter und meiner Oma und da wurde mir dann halt irgendwie auch alles zu viel. Also irgendwie hatte ich so voll die geringe Stresstoleranz. Und ja, als ich dann auch zu Hause war, ging es mir dann halt irgendwie auch nicht gut und es kam halt alles Mögliche hoch. Und ja, ich habe so ziemlich viele Schmerzen gefühlt einfach. Und am Sonntag war ich dann bei meiner Oma essen. War ich mir ja zuerst auch nicht sicher, ob ich hingehe oder nicht, weil es mir halt einfach nicht gut ging. Bin aber noch hingegangen und würde auch sagen, dass mich mein Bruder einfach so ein bisschen abgelenkt hat. Und ja, dadurch, dass unsere Mutter an Weihnachten uns leider nicht sehen kann, haben wir uns halt eben am Sonntag da schon bei meiner Oma getroffen und da dann irgendwie schon Weihnachten gefeiert. Also meine Mutter wusste nicht, dass sie uns da sehen könnte. Deswegen hatte sie mir ja schon irgendwie vorher mein Geschenk gegeben. Also irgendwie ist dieses Weihnachten
weiß nicht, ein bisschen komisch. Aber ja, mein Bruder hat mir dann ein Kalimba geschenkt. Ich weiß nicht, das kennen sicher einige von euch auch, dieses Video, wo jemand da auf diesem kleinen Kalimba spielt und dann ist da dieser Hund. ich kenne Kalimbas halt auch so aus der Musiktherapie und ich finde das Geräusch, es klingt einfach schön, selbst wenn du versuchst, irgendwie scheiße oder schief zu spielen, das klingt immer noch schön. Ja, und dann hat mein Bruder mir so ein paar Noten von einem Avatar-Soundtrack beigebracht. Und vielleicht kann ich halt auch so selber ein bisschen was mit dem Kalimba irgendwie spielen für Meditationsvideos, die ich mache. Weil ich finde das Geräusch auf jeden Fall auch voll entspannt einfach. Ja, Montag ging es mir dann leider nicht so gut. Und ich habe dann halt beschlossen, am 24. in der Klinik zu bleiben und nicht nach Hause zu gehen. Zuerst war ich noch am Überlegen, ob ich zu meinem Bruder gehe. Aber das habe ich dann auch gelassen. Ja, also es kam halt einfach ziemlich viel hoch. Und leider musste ich auch in den letzten Tagen immer wieder halt Bedarf nehmen. Obwohl ich halt weiß, das unterdrückt es nur. Aber es war halt wirklich so, ich weiß nicht, es war, ich bin halt einfach nicht mehr runtergekommen. Und habe es dann irgendwie auch nicht geschafft, eben nicht dagegen anzukämpfen, wie ich das bei der Übung da letztens gemacht habe, sondern ich hatte es eigentlich irgendwie innerlich völlig überwältigt. Und keine Ahnung. Ich war dann halt ziemlich so in so einem inneren Konflikt. Und ja, gestern am 24. Ja, hat die Stimmung ziemlich geschwankt. Also vormittags ging es mir gar nicht gut. Nachmittags dann besser. Und hat dann auch meditiert. Und habe mich irgendwie so gefühlt, als wäre irgendwie so diese Erleuchtung direkt vor meiner Nase. Aber irgendwie konnte ich eben bei einer Sache noch nicht loslassen. Und habe eben so gemerkt, dass da eben bei einer Sache eben noch so eine Blockade ist, die ich irgendwie noch überwinden muss. Und da irgendwie mehr Einklang finden muss. Ja, aber nach Meditieren ging es mir dann dennoch halt ziemlich gut. Ja, die Therapeutin hat mich dann auch, die war so völlig perplex. Also sie meinte, sie hatte mich dann, ich glaube, die hatte mich am Abend zuvor gesehen, wo es mir so voll scheiße ging. Und dann mich jetzt so dann beim Abendessen und meinte, dass das wie so eine ausgewechselte Person war. Und dass sie vielleicht sogar selber mal überlegt zu meditieren, weil sie einfach gesehen hat, ja, was für einen Effekt das haben kann. Später war dann aber leider meine Stimmung nicht so gut. Und ich war ziemlich wieder so in meinen Ängsten drin. Ja, die waren heute Morgen auch noch ziemlich da, als ich aufgewacht bin. Gerade ist es aber besser. Ja. Also, nachher gehe ich noch zu meiner Oma.
nochmal Weihnachtsessen, aber diesmal mit anderen Verwandten. Und mein Bruder kommt wieder. Und ich habe ihm was Schönes gezeichnet. Warte. Yeah. Tada. Da habe ich mich so, ja, und ihn so als Naturkrieger irgendwie gezeichnet. Ich ebenso als diese Welt ein Maus und er ist Wolfi. Ja, also im Hintergrund habe ich jetzt eher so skizzenartig gelassen, weil ich sonst wahrscheinlich auch nicht fertig geworden wäre. Vielleicht tue ich das irgendwann noch ausarbeiten, ich weiß noch nicht. Und hier zeichne ich, male ich, genauer gesagt, nochmal das erste Mal Ayahuasca mit Ölfarben. Bisher habe ich, glaube ich, so ungefähr 7 Stunden dran gearbeitet. Und es kann aber sein, dass ich nochmal so lange brauche. Weil jetzt fängt die Fitzelarbeit an. Also da kommen auch überall eben diese psychedelischen Muster hin. Und ja, ganze Kleinkrams, Lichteffekte, die Schuppen vor der Schlange, keine Ahnung. Ein bisschen mehr den Kontrast noch erhöhen und das wird eine Arbeit. Aber irgendwann kriege ich es auch noch fertig. Ja, genau. Ist gerade wieder eingefallen. Zu den Fragen. Da hatte ja eine beim letzten Video geschrieben. Ich weiß gerade deinen Namen nicht mehr, es tut mir leid. Dass sie halt auch ziemliche so Verlustängste hat durch ein Trauma. Ja, du hattest ja, glaube ich, gefragt, was dann, glaube ich, der Therapeut oder der Psychologe dann genau macht, wenn man dann so eine Therapie macht. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Sachen. Also in der Verhaltenstherapie wird halt eher so angeschaut, welche Verhaltensmuster da jetzt entstanden sind, in die man halt immer wieder hineinfällt und dass man halt eben versucht, da halt anzusetzen, dass man sein Verhalten ändert und es dadurch dann einem besser geht. Es gibt auch sowas wie die Schematherapie. Da wird dann so angeschaut, ja, was es alles für innere Anteile es in einem gibt. Und ja, auch wie die alle irgendwie so entstanden sind. Teilweise ist es dann so, dass man wirklich so bei jedem Anteil dann auf einem anderen Stuhl sitzt oder so. Ja, sich das Ganze so mal anschaut. Also selber habe ich das noch nicht gemacht, ich habe bisher nur davon gehört. Dann gibt es ja eben noch so Therapien, die mit dem inneren Kind zu tun haben. Und da eben angeschaut wird, welche Verletzungen es da eben gibt. Und ja, wenn man sich eben selber um sich selbst kümmert und um dieses innere Kind. Ich denke, das innere Kind hat auch viel damit zu tun, was Eckhart Tolle den Schmerzkörper nennt. Ja, dann gibt es eben diese tiefen psychologischen Ansätze. Ich glaube, das innere Kind hat auf jeden Fall auch damit zu tun. Ich glaube, die Schematherapie zum Teil auch. Ja, und da wird es eben alles Mögliche so aufgearbeitet. Aber um so ein komplettes Trauma aufzuarbeiten, das sollte man halt eher in einem stationären Rahmen machen, weil ja, da geht die Stimmung halt erstmal ziemlich nach unten, weil ja so viel hochkommt.
Und wenn man das jetzt nur mit so einer Gesprächstherapie so einmal die Woche beim Therapeuten macht, dann kann es halt sein, es kommt zu Hause dann auch immer wieder was hoch und man kann halt absolut nicht damit umgehen. Und je mehr man dann halt in einem sicheren Rahmen ist, umso besser. Also, weiß nicht. Ich denke, man könnte sowas auch in einem Retreat machen. Aber ich denke, ein Retreat, was nur 3 Tage geht oder so, wäre dafür zu kurz. Also da bräuchte man wahrscheinlich sogar was, was mehrere Wochen geht, falls man jetzt nicht in eine Klinik gehen möchte. Oder falls man auch mehr so spirituelle Elemente bei einer Therapie dabei haben will, habe ich vor einiger Zeit auch von der transpersonalen Psychologie gehört. Zu den Vertretern gehört ja auch Stanislav Grof. Und da werden halt auch so Themen wie Erleuchtung oder so mehr eingebunden. Ja, aber ich denke, wenn man dann so einen Psychologen hat, der so irgendwie transpersonal arbeitet, ich glaube, das wird nicht von der Krankenkasse gezahlt. Also, ich weiß es nicht genau. Ich gehe ja, wenn ich nicht in der Klinik bin, in die PIA. Zu einer ganz normalen Therapeutin, die halt, wo ich das Glück hatte, dass die halt auch privat so ein bisschen spirituell ist. Also, wenn man halt absolut keinen Therapeuten findet, ist die PIA halt auch eine gute Anlaufstelle, weil bei Therapeuten sind ja die Wartelisten ziemlich lang und in der PIA kriegt man dann viel eher einen Platz. Genau. Ja, was ich dann auch noch zu den Verlustängsten sagen wollte. Ich denke, wahrscheinlich wurde dir dann halt auch als Kind so eine gewisse Sicherheit genommen. Und ja, wahrscheinlich würde es dir helfen, wenn du übst, in die Welt zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber ich hoffe, das ist, was ich jetzt sage, ist nichts, was du jetzt schon wusstest und ich wiederhole das nur. Das ist halt nur eine Angst, die ich selber noch nicht so arg hatte. Aber ich versuche dennoch, mich da irgendwie reinzuversetzen. Ja, vielleicht auch ein Stück weit so den Tod zu akzeptieren. Ja, der Tod ist halt auch ein Teil unserer menschlichen Erfahrung. Und ohne diese ganzen schwierigen Dinge gäbe es halt irgendwie auch die schönen Dinge nicht. Und ohne Tod gäbe es kein Leben. Und ich weiß nicht, ob du dich vielleicht selber auch unvollständig fühlst, wenn andere da nicht bei dir sind. Vielleicht könntest du da üben, dass du dir eben selber das gibst, was du dir wünschst, von anderen zu bekommen.
nicht meint, so wie ich in dem Video gesagt habe, dass er jetzt Mauzi wieder Teil des einen Bewusstseins ist, so ist es halt auch mit deinem Vater. Und dieses universelle Bewusstsein, was auch in deinem Vater war, was in jedem Leben ist, es ist ja auch in dir. Das heißt, in einer gewissen Ebene bist du immer noch mit ihm verbunden. Und ja, unsere Wahrnehmung von Zeit ist eh ziemlich relativ und auch von Raum, dass man irgendwas als getrennt wahrnimmt. Also, dass man irgendwie alleine ist oder so. Eigentlich ist man nie alleine. Weil ja alles miteinander verbunden ist. Ja. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte mir auch selber mit dem Video helfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.